Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sea of Thieves. Heute machen wir mal ein paar Missionen für den Seelenorden, weil das immer ruftechnisch noch ziemlich am Arsch, ziemlich weit unten. Da das kostet das alles noch null, weil wir noch überhaupt keinen gescheiten Rang haben. Das heißt, wir nehmen jetzt da einfach mal gleich alle drei Missionen an, weil ich bin drauf gekommen, dass es geht. Versuchen die auf einmal abzugeben. Fahrten mit, okay, das geht nicht. Dazu sind drei. Achso, da habe ich eine gefunden gehabt. Naja, egal. Jedenfalls nehmen wir an, was geht. Wir werden uns auf unser super tolles, supi tolles Schiff darauf stürzen. Tschui! Das jetzt wieder ganz ist, nachdem ich es letztens versenkt habe. Und. Ah, das ist vorletztes noch angenommen gewesen. Sergeant Rose, Silent Kill. Dann nehmen wir die gleich. So, Stimme auch dafür. Ich habe es letztens angefangen. Dann habe ich eine Nebenmission gefunden. Ganz nett. Und auf einmal wurde ich, bin ich im Hafen gestanden schon, habe einen Totenkopf weg, dran kommt zurück, das Schiff weg. Das lagert meinen Parkkünsten. Und dann habe ich mich mords geärgert. Aber war nicht so schlimm, weil im Endeffekt, man ist ja eh wieder da. Machen wir das mal. So, wow, ist das gegangen? Hier, so, zack. Ein paar Spiele gleichzeitig spielt, das ist immer ein bisschen tricky. Captain Lutin Lauren. Beschützer von Tree Rock Isle. Tree Rock Isle. Tada. Ich schätze mal, ist irgendwas mit drei Steinen. Tree Rock Isle, wo sind wir denn da? Ich hätte gern die. Ah, genau südlich. Ich hätte nur gern, dass ich das weiter. Dass ich das weiter rauszoomen kann. Da. Tree Rock Isle. Südlich müssen wir. Gut, wir sind da vor Anker. Mal Segel los! Anker lichten. Ich hoffe, das Segel steht richtig. Und wir können schon abdrehen. Ab nach Süden. So, wir werden versuchen, den ersten zu machen, den zweiten, den dritten, dann finden wir wahrscheinlich wieder eine. Wo sind die Kleinen da, glaube ich? Was war das letztens? Eine. Entweder so eine singende grüne Figur, wo ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Oder so ein. Flaschenpost. Aber die Flaschenpost konnte ich nicht machen, da musste ich irgendwo urschnell von einem Tag zum anderen mit dem. Mit einer Fracht wo holen und wo abliefern, das wäre sich aber zeitlich nicht ausgegangen. Hatte ich ja am Schluss dann vier Totenköpfe mit so einer Bonus-Quest. Und habe das dann ehrlich gesagt gelassen, weil ich wollte es abgeben, was ja dann bekanntlich eh nicht funktioniert hat. Dafür habe ich dann gegen irgendwelche komischen Blablub gekämpft. Nach meinem Tod gegen irgendwelche komischen. Gegen ein Geisterschiff kämpft. Das habe ich auch versenkt. Da war mein Schiff aber schon so platt, damit ich es dann selbst versenkt habe. Weil das war dann ziemlich wurscht schon, ob ich dann noch da bin oder ob ich dann mit dem da rumfahre oder nicht. Das war nur mehr, das ist nur mehr zusammengehalten worden von Holzbrettern, die zusammengenagelt waren von mir. Nicht original. Tree Rock Isle. Sehr schön. Franke! Ich fahre da jetzt nicht mehr so knapp ran. Ich werde auch immer schauen, ob da jetzt irgendwas kaputt ist. Nicht so wie letztens dann auf einmal mein Schiff runtergeht und ich schaue wieder blöd. Habe ich jetzt noch nicht mit eigentlich? Nee, weg. Das nehmen wir mit. So. Banana. Banana! Banana! So, schwimmen wir da mal ran. Wie gesagt, ich halte jetzt immer ein bisschen Abstand, weil. Ich habe jetzt ein bisschen Respekt davor, dass es. Wirklich, wenn wir mal 3-4 so in die Kiste da treffen, wenn man da 3-4 so Missionen hat und dann im Endeffekt alles verliert, ist das schon bitter. Kann man ja nicht anziehen. So, schau mal. Ist jetzt eigentlich auch Unterwassermonster, also nicht mit nicht diesen Riesenkraken oder so, sondern sowas Kleines. Haie, Atlas-mäßig. Atlas mausert sich gerade ein bisschen mit den Patches. Schauen, was da rauskommt. Vielleicht starten wir da auch mal wieder durch. Hatten wir ja schon zweimal.
Eine Kiste mit Gewürzen werden wir auf jeden Fall aufnehmen. Und mitnehmen. Ich kann ja alles verscherbeln in dem Game. Im Endeffekt brauchen wir ja Kohle. Ha, schön in eine Reihe gelaufen alle. Wo sind's alle? Ah, hier. Zwecks der Erklärung, da spawnen jetzt ein paar Skelette. Bei der dritten Welle kommt, glaube ich, so ein komisches Boss-Skelett. Das wird ein bisschen schwerer, aber ist jetzt auch auf dem schwierig. Also, wie wir da jetzt spielen, auch nicht wirklich schwer noch. Ja, dritte Welle. Nein! Ich muss mich da mal ausrasten. Kurz, Gott sei Dank war der jetzt auch lahm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nein, der will sich heilen. 11, 12, 13. 13 Schläge braucht das Teil. Gut zu wissen. Das legen wir das noch kurz ab da. Das war's eigentlich schon, also so wirklich schwierig sind die nicht, gerade die. Wir könnten die jetzt wieder abgeben, aber das wäre jetzt, also das sowas gleich abgeben fahren, wäre jetzt doch schon zu langweilig. Machen wir hier noch was finden, mal Holzbretter. Nochmal. So. Wenn wir das Schiff nicht wieder Vollgas versenken, dann könnten wir ja. Naja, wenn ich auslogge, einlogge, normal bin, ist das auf mein Schiff noch alles drauf? Weiß ich eigentlich gar nicht. Teste ich nachher mal aus. Ein paar Holzbrettchen. Ich glaube, das ist eine Brandbombe. Donnerbombe. Funktioniert auch bei Schiff. Okay. Zuerst mal Quest. Wie gesagt, ich habe es letztens schon mal gesagt, in dem Spiel herrscht ständig schlecht Wetter. Es ist wurscht, was man macht, es ist immer mieses Wetter. Das wundert mich auch nicht, wenn da dauernd so ein riesiger Flammenkopf vom Himmel rumfliegt. Wäre ich als Wolke auch angepisst. So, wo legen wir das ab? Wieder hier. So. Der keicht wieder was zusammen die ganze Zeit, wo ich mir die ganze Zeit denke, wo kommen die Geräusche her? Wie gesagt, ich muss jetzt ein bisschen mehr schwimmen, aber glaub mal, es ist sicherer als, vor allem als Newbie, so wie ich da, noch nicht alles genau weiß, wie es funktioniert, ist nicht so mies. Gieß seine Mauer mit. Und dann verziehen wir sich schon zur nächsten Insel, in der Hoffnung nicht gefressen zu werden, erschossen zu werden oder sonst irgendwas, das passiert. Manchmal passiert es leider trotzdem. Ich finde das so cool, wie man mit der Kiste schwimmen kann. Das stellen wir mal hier ab. So. Ist irgendwas oben? Nee. Okay. Da ist nichts mehr. Das heißt, nächste Kiste. Ah, plötzlich nächste Karte. So, ja, für die Mission stimmen wir. Werden wir jetzt wahrscheinlich wieder eine Karte erhalten haben. The Wild Groover. Lair's Backbone. Lia's Backbone heißt er. Lia's Backbone. Ah, cool. Gleich südöstlich. Sehr schön. Dann gleich südöstlich nächste Insel. Südöstlich, wir müssen noch darüber. Was müsste die kleine da drüben? Dann könnte ich sogar hinschwimmen. Das könnte man probieren, ob das überhaupt geht. Aber ich glaube, dann frisst mich wirklich irgendwas. Dann werden wir das mal lassen. So. Und dann wieder den Ankerlichten. Ankerlichten!
Muss ich mal dahin? Ja, das ist die kleine Insel da. Da bremsen. Können wir schon wieder abbremsen, weil da müssen wir schon wieder ran. Der Wind in der anderen Richtung. Dann werden wir sich mal das Schiff einmal anschauen mit den Skins. Vollgas. Ich frage mich trotzdem nur, auch wenn man das Spiel alleine spielen kann, ob es überhaupt möglich ist, große Seeschlachten alleine zu gewinnen. Weil ich kann ja nicht lenken, schießen, reparieren, Segel stellen. Man kann es probieren, aber ich denke, das wird ein bisschen stressig. Ja, da sind wir schon. Mal noch ein bisschen ran da. So, aber nicht zu viel. Dann werft man Anker. Ja, Anker. Und. Die Frage ist wirklich, ob das Schiff durch diese Bremsaktion irgendwann kaputt wird. Ich meine, das reißt schon alles ordentlich her. Mal das ablegen. Bananen sind wir jetzt wurscht. Die Kugeln legen wir da herum ab. Kugeln legen wir hier ab. Sind vielleicht neue. Bananen nehmen wir mit. So. Einmal, wenn wir hier finden. Moment. So. Da war gerade eine kleine Spinne. Hinter meinem PC-Monitor, die brauche ich da nicht. Wird euch vollkommen wurscht sein. Aber trotzdem. Was ist denn das Geiles? Mit Kanone dran. Das ist schon alles Mögliche drin. Ich bin da irgendwie genau auf der Seite von der Insel gelandet, wo ich gleich bescheiden irgendwo irgendwas finde. Ja, na sicher. Komm schon, meine Freunde. Nehmen wir nachher mit. Erstmal Leute ärgern. Ah, hier. Holen sich wieder welche aus. Die nächste Stufe. Ja, macht's alle in der Reihe, komm. Bleib da. Nuss. Feige Nuss. Kleine. Der große Böse auch schon da? Nö. Wow, Quadra Kill! Aua! Ich muss ein bisschen mein Timing da ein bisschen ändern. Dass es ja klappt. Also die anfänglichen Dinge, das sind ja noch nicht so herausfordernd.
Tada! Wieder eine. Jetzt muss ich da noch ein bisschen durchschauen, aber ich glaube, ich kann da gar nichts machen. Bringen wir mal den Kopf zurück. Ich stehe genau, glaube ich, auf der Rückseite, auf der blöden. Ey, wo stehe ich denn da wirklich? Das Schiff ist aber nicht wieder gesunken oder sonst was jetzt, oder? Nee, da drüben ist. Dann sagen wir, es gibt's ja nicht, weil es kann ja nicht sein. Au, da war kein Wasser. Bisschen zart ist das gerade, aber ich könnte, um ans Land zu kommen, mich rüberballern. Das wäre eine Möglichkeit. So, dann legen wir den hier ab. Dann baller ich mich da jetzt einfach rüber. Ja, das ist ein cooles Feature. Das gefällt mir. Essen habe ich mit. Holz habe ich mit. Eigentlich kann ich überhaupt nicht viel mitnehmen. Tragen kann man wirklich wenig. Ich weiß nicht, ob man irgendwie in dem Spiel das Inventar erweitern kann. Das wäre natürlich absolut cool. Nehmen wir mit. Taschenpost. Mission erhalten. Alle mit. Hebel benutzen. Aha. Das ist irgendwas von die Goldsammler-Typ. Oh. Geht's noch weiter? Das ist mir jetzt auch neu. Das hatte ich auch noch nicht. Lesen. Lord. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Die aschgrauen Lords werden emporsteigen. König Flemmards Armee wird zurückkehren. Und die mit dem Typen da irgendwas am Hut? Ach, Steinblock. Das wirkt wie eine Lotterie, was auch zu denen passt eigentlich jetzt irgendwie. Passiert nichts. Ist da nicht irgendwo... Was ist das für Symbole überhaupt? Ist da nicht irgendwo ein Hinweis drauf? Reinkommen, ein V, eine Welle, ein T mit Tupferl. Okay, gibt's nichts. T, V, nö. Welle. Kann man ja irgendwas finden. T. Haken. Oh. Flamehard. So ein Haken. Haken. Will ich da jetzt stehen, oder? Irgendwas schickt man das? Was hilft mir das? Was mache ich da oben?
Sehr, sehr eigenartig gerade, aber vielleicht habe ich es auch vergeigt und da hätte was anderes gemacht gehört. Deswegen ist nichts drin. Naja. Gut, wir wollten ja die Mission machen. Ich will nicht, dass mein Schiff wieder irgendwie Balle geht und versenkt wird. Heißt so viel wie, wir lassen das jetzt einfach mal. Und werden da vielleicht nochmal irgendwo was finden, was man irgendwie, wenn man das aufmacht, vielleicht auch was drin ist. Da, gehen wir mal raus. Jetzt sehen wir mal was. Wunderschön. Was sind da noch alles irgendwo? Ehrlich gesagt sind die Inseln eigentlich ziemlich schnöde. Die kleinen da. Da ist nicht wirklich viel, was man machen kann. Naja. Abmarsch. Gegessen. So, wir haben den zweiten. Wir haben keine Piraten da wohl in Sicht. Das ist denn die Flaschenpost jetzt gewesen. Plunderers Pleit gesehen. Was haben wir hier für eine Mission? Die letzte. Ja, stimme ab dafür. Shiver Retreat. Ah, mal. Shiver Retreat ist gleich da. Das Plunderer-Ding. Wo ist denn das Plunderer-Ding? Piratenschiff da. Ich habe dieses Plunderer gestern, vorgestern irgendwo gesehen. Das ist Plunder Valley. Außenposten. Na wurscht, fahren wir mal auf jeden Fall zu dem Teil, wo wir jetzt hin müssen. Das wäre westlich. Ziehen muss ich mal nach Westen. Westen, Westen, Westen. Wir haben ja schließlich schon zwei so Köpfchen. Westlich, das wäre eigentlich ziemlich nach hin. Wenn wir gerade stehen. Das stimmt. Ja. Ah, Rechtswende. So, das aus. Los geht's! Mal stärker einschlagen, wir müssen ja ein bisschen weiter rüber. Da vorne sein. Gegenstand, 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 stopp. Ja, schon gut, das. Letztes Mal ist so ein Riesenhai auf einmal da, also ein Riesenmonster. Ein Monster daherkommt, mich irritiert die Musik manchmal total. Vollgas sogar. Wo kommen wir jetzt hin? Shiver Retreat. Retreat, das ist die kleine da vorne. Stecken noch, stecken nach, stecken nach, stecken nach. Hier können wir rechts davon vorbeifahren. Ich glaube, wir müssen dann darüber. Das scheint jetzt ein Bug gewesen zu sein.
Ein Server-Lag. Ich habe das letzte Mal schon Probleme gehabt, dass die Server ein bisschen laggen. Natürlich beim Bootsfahren weniger positiv. Aber dafür gibt es auch eine Möglichkeit, einfach im Nie auf, so wie ich gerade auf einer Insel zu steuern, falls es laggt, dass das dann nicht drauf reinknallt. Ist mir auch schon passiert. Gestern bei einem Lag. Und auf einmal stand ich mitten in der Insel und bin dagegen geknallt und war platt. Erneut! Passiert dann jetzt zum ersten Mal. Lässt er manchmal nicht los. Ja, schon gut das. Hey. So, jetzt gerne mal schauen. Kein Wassereintritt irgendwo? Nö. Wenn da habe ich jetzt nicht viel mit, das werden wir jetzt abladen mal. Auch das Essen. Das Holz. Weg. Essen. Weg. Brauchen wir nicht. Irgendwo so auch hin. Zack. Hallo. Erledigt. Das ist ja wirklich easy, also. So geil, wie er aus dem Boden geschlagen hat mit dem Schwert. Hier ein Schweindel. Ach hier, sehr gut. Deine hingrennt. War das nicht schon die zweite Welle? Mit der Schäfe? Ah, Schäfe. Hallo. Wenn die bösen Chefs da nicht mal ein Schwert haben, sind es wirklich nicht schwer. Zack. 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 Das Geile ist, der will essen die ganze Zeit, statt dass er sich wehrt. Skelette essen keine Bananen! Wenn dann nur Skelettierte. Und das gibt's nicht. Das ist noch einer. Hopp. Was? Ich kann so wenig looten. Aber es ist wahrscheinlich, weil das Looten eh nichts bringt. Ich bin mir wirklich ziemlich sicher, dass ich Sachen alle ein- auslocken, auch alles, was ich mir jetzt zusammensammeln, nicht mehr habe. Wäre es zwar blöd, aber naja, vielleicht. Öffnen. Ne, wir werden auf jeden Fall die Lagerkiste mitnehmen. Aber zuerst den Trockenkopf. Totenkopf, Totenkopf. So, und dann fahren wir zurück, bringen das alles weg und freuen uns. Und wenn wir es zurückschaffen, dass wir nicht wieder abknallt werden irgendwo auf dem Weg. So. Schweindel, dass ich. Man könnte irgendwo so einen Schweindelkäfig herkriegen, dann kann man die einfangen, aber ich habe keinen. Jetzt die Kiste gerne mitnehmen, bevor ich die ausräume. Ich nehme lieber alles mit. Das Schwein, das sauft da gerade. So, da. Jawohl, 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 jawohl. Da, 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 da. Sind es mal nur drei kleine leichte Quests, aber ich freue mich trotzdem voll drüber. Bin ja immer wieder da gerade irgendwie fasziniert, wenn ich was Neues entdecke im Spiel. So, stellen wir da auch ab. Ja. Wir müssen
zu irgendeinem Handelsposten. Wir sind noch nicht leckgeschlagen. Was ist eigentlich ein Handelsposten? Was steht denn da immer? Außenposten steht da dabei. Gallant's Grave war ich schon. Daggertooth auch. Gallant's Grave ist näher. Fahren wir mal nördlich. Fahren wir mal nach Norden. Nördlich, nördlich, nördlich. Wir sind gerade jetzt da westlich unterwegs, also ich bin rechts ab. Ich schlage mir immer sicherheitshalber schon ein, weil sonst fahre ich beim Losfahren gleich wieder irgendwo dagegen. Ich finde das echt cool. Ich bin schon gespannt, wenn dann die härteren Missionen kommen, wo ich nicht eine halbe Stunde wie jetzt drei mache, sondern vielleicht nur mehr eine, weil es doch schwerer sind. Voilà, das war jetzt. Dann zeige ich dieses Ding-Symbol wieder, was eben da war, jetzt in der Mitte. Und nach rechts rüber muss ich ein bisschen östlich auch, aber. So. Jetzt weiß noch immer nicht, was diese Wolken da bedeuten. Deswegen müsste ich noch eigentlich nach rechts rüber, also ein Stückchen östlicher. Wenn das nicht eh schon die Insel ist. Der Wind kommt von hinten. Und die Segel stellen. Geben Gas. Ich habe jetzt eigentlich gar keine gescheiten Kugeln mit. Habe ich überhaupt Kugeln mit? Achso. Die muss man ja wieder auswählen. Dann kann man sie in die Kanone laden. Lad nur die rein. Schadet ja nicht, wenn man was. Schadet ja nicht, wenn man eine Kugel drin hat schon. Ist egal welche. Das passt. Wir sind gleich da. Diesmal einfach beim Bremsen so bremsen, dass ich nicht wo dagegen knall, Vollgas und dann das Schiff nicht versinkt. Eventuell könnte ich die Totenköpfe auch rübertragen, aber hinlegen, aber ich glaube, dann kann sie andere auch nehmen. Bin mir aber nicht sicher. Da drüben ist. Ein leuchtendes Schiff. Und da gehe ich jetzt nicht hin. Wo ist denn da ein Hafen? Nach rechts, da komme ich ja gut daher. Und schon wieder viel zu schnell. Viel zu schnell schon wieder. Ich will das nicht nochmal dagegen knallen. Wir haben wieder wegsteuern. Ne, langsam. Irgendwas kaputt? Nein? Dann sollten wir es diesmal gepackt haben. Haben wir jetzt einen Token gehabt mit? So, wo waren die Tusse?
War eh irgendwo so ein. Ah, da geradeaus. Du kriegst nix. Du kriegst. '97. Da sieht man, wie wenig das eigentlich wert war, was ich da gemacht habe. Oder wie easy going. Aber wir haben Rang 5, das heißt, wir können das Ansehen steigern. Ich glaube, Ansehen heißt, oder meine Stufe halt. Und die nächst bessere Mission annehmen. Zack. Dass man nicht sprinten kann, damit ist schon lästig. So, was bringen wir dafür? 400, na, der ist schon mehr wert. Der andere wird wieder nichts wert sein, der ist wieder so grau. Der hat so schön grün geleuchtet, vielleicht war er deswegen jetzt mehr wert. So. Erledigt. Die Schatzkarte schauen wir uns beim nächsten Mal an. Die behalte ich jetzt eh im Inventar hoffentlich mal. Und geschafft! Geschafft, geschafft, geschafft! Ich habe es endlich geschafft, dass es nicht versenkt wurde. Wow. So, jetzt werden wir das mal upgraden. Mein Rang upgrade ich das. So, dann machen. Zack. Das sind schon die Mystiker-Gefolgsmann-Seefahrten. Für 200 dann kann ich zum nächsten. Gut, ich verkaufe noch die Kisten und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, bitte dann lasst ein Abo da, ein Kommentar, ein Like. Es würde mich alles freuen. Es wäre super nice. Und wenn es mehr sehen wollt davon, dann unterstützt das Video. Das wäre super. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß bei was auch immer und ciao.